Grüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute mache ich Salzburger Nocker. Ich habe in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie ich die Apfel-Zimt-Karamell-Marmelade gemacht habe. Die gebe ich jetzt als Basis eben unten hinein. Man kann jede Marmelade verwenden. Im Normalfall verwendet man Marillenmarmelade, aber ich weiche da ein bisschen ab, weil ich finde, die passt ihm sehr gut dazu, vor allem jetzt ist ja gerade die Winterzeit und da passt die eben recht gut. Genau, das gebe ich eben unten rein. So, dass gut bodenbedeckt ist, das Ganze, die Form. Und gebe dann etwas Milch rüber. Nicht viel, nur eben, dass das leicht vielleicht bedeckt ist. Das reicht schon. Das waren jetzt vielleicht so 10-20 Milliliter maximal. Genau, dann ist es schon vorbereitet. Ich habe meinen Backofen schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorbereitet. Und ich mache das Ganze mit 5 Eiweiß und nehme dazu dann 3 Eigelb. Die anderen 2 Eigelb, die tue ich mir zur Seite, die nehme ich dann für ein anderes Mal und für was anderes her. Zum Beispiel ein Omelette oder irgendwie sowas. Genau, also ganz normal die Eier trennen. Schauen, dass kein Eigelb zum Eiweiß dazukommt. Das ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Dessert. Braucht zwar ein bisschen Zeit, aber schmeckt dafür sehr, sehr lecker und kommt meistens auch bei allen sehr gut an. Ich nenne das Ganze immer Zucker mit Luft oder ja, irgendwie so in die Richtung, weil im Endeffekt ist nichts anderes. Genau, jetzt habe ich da meine fünf Eiklar, gebe da eine Prise Salz hinzu und schlage das Ganze auf. Da gebe ich dann 5 Löffel, also 5 Esslöffel Zucker hinzu. Ein Esslöffel davon ist Vanillezucker, das andere sind 4 normale Esslöffel Zucker. Also das Ganze schlage ich jetzt an und dann gebe ich schon mal die ersten 2 Löffel hinzu, schlage dann weiter. Dann gleich noch die restlichen Zucker hinzu, also nochmal die 2. Ein bisschen zu wenig. Und den einen mit Vanillezucker. Und dann schlage ich es steif.
Dann der typische Test, ob es hält. Hält. Wird steif geschlagen. Dann verrühre ich hier die 3x Eigelb und die ziehe ich dann unter. Und da kommen dann noch 3 gute Esslöffel Mehl hinzu und dann wird das gleich in die Form gegeben und gute Viertelstunde, 20 Minuten im Ofen dann gebacken. Genau, machen wir weiter. Also das Ganze wird jetzt vorsichtig untergezogen. Und jetzt durch das Sieb. Drei gute Esslöffel Mehl. Ziehe ich dann vorsichtig unter. So, dann nehmt ihr wieder die vorbereitete Form. Dann könnt ihr so, ich nenne es mal Berge, aufheben. So, und jetzt kommt es eben bei, klar, warte mal kurz, ich muss mal. Sind wir jetzt so aufgehoben und mache ich meinen Backer auf und wie heiß, stelle das eben rein, mach zu. Und das lasse ich dann eben gute Viertelstunde, 20 Minuten, lasse ich das im Backrohr und zeige euch dann wieder, wenn es fertig ist. So, jetzt ist es fertig. Jetzt stiche ich es gleich an und richte es am Teller an und da zeige ich euch es dann wieder. So, und hier am Teller mit der Marmelade unten und ich wünsche guten Appetit.